London Town. A modern metropolis. Watch Dogs Legion hat es gar nicht so leicht. Denn die Reihe ist ein bisschen wie das mittlere Kind, das brav gute Noten schreibt, immer pünktlich nach Hause kommt. Und trotzdem geht es zwischen rebellierenden großen Brüdern und niedlichen Nesthäkchen zu Hause irgendwie unter. Watch Dogs ist ironischerweise weder zu gut noch zu schlecht. Das bedeutet heutzutage vor allem eines: weniger Aufmerksamkeit. Es gibt keinen großen Shitstorm wie bei Breakpoint oder Wirbel um einen Kurswechsel wie bei Assassin's Creed Origins. Aber 2020 könnte die Reihe endlich aus dem Schatten treten. Denn im dritten Watch Dogs ist Schluss mit unbeliebten Hipster-Hackern. Stattdessen könnt ihr in der Open World jede Oma, jeden Punk, Bauarbeiter oder Polizisten spielen. Und jeder davon bringt eigene Fähigkeiten mit. Bauarbeiter kontrollieren fliegende Cargo-Drohnen, Polizisten nehmen Leute fest, Punks werfen kunterbunte Graffiti-Granaten und so weiter. Ubisoft wandert hier nicht auf ausgetretenen Pfaden oder versucht wie bei Immortals Fenyx Rising sein eigenes Breath of the Wild zu erschaffen. Die Ideen von Watch Dogs Legion sind neu und innovativ. Aber reicht das auch für eine spannende Open World? Ausgerechnet bei der Geschichte offenbart sich ein interessanter Kontrast. Denn hier verbirgt sich gleichzeitig eine Stärke und Schwäche von Watch Dogs Legion. Die Story an sich ist spannend und wendungsreich inszeniert. Mit dem bösen Hacker Zero Day, dem Verbrecherclan der Kellys und dem Militärkonzern Albion liefert das Open-World-Spiel gleich mehrere mächtige Feinde. Deren grausames Vorgehen bekommen wir am eigenen Leib zu spüren. Zero Day verübt Bombenanschläge in London und schiebt sie unserem Hacker-Kollektiv DedSec in die Schuhe. Clan Kelly betreibt Menschen- und Organhandel und entführt einen Freund von uns. Albion macht Jagd auf uns als angebliche Terroristen und unterdrückt obendrein brutal die Bewohner der Stadt. Jeder Bösewicht erhält einen separaten Handlungsstrang im Rahmen der etwa 20 Stunden langen Kampagne. Die werfen allesamt interessante Fragen auf, ohne die Antworten mitzuliefern. Wir sollen selbst abwägen, was wir für richtig halten. Darf man Menschen überwachen, um Verbrechen zu verhindern? Ist ewiges Leben in der Cloud eine Option? Hey, du siehst aus wie ein Model für, ich fange nochmal neu an. Die rekrutierten Helden machen der ernsten Stimmung aber einen Strich durch die Rechnung. Weil ihnen echte Persönlichkeiten und Ziele fehlen, sind sie uns trotz ordentlich vertonter Zwischensequenzen irgendwie egal. Die gewollt lässigen Sprüche über DedSecs endkrasse Machenschaften oder wie man den bösen Pferde, liebenden Menschen von Albion den Hintern aufreißt, kauft man den Figuren außerdem nicht ab. Die dafür notwendige Chemie zwischen ihnen fehlt einfach in den Dialogen. Nur unsere Helfer-KI Bagley bringt uns mit ihrem spöttischen Sarkasmus regelmäßig zum Grinsen. Ich bin Bagley, der Zecks definitiv nicht gestohlener, fortschrittlicher KI-Assistent. Und ich war wohl ein paar Monate außer Betrieb. Warum verbindest du mich nicht mit dem DedSec-Netzwerk, damit ich mächtiger werde, als du dir überhaupt vorstellen kannst? Ich meine, damit ich rausfinden kann, was ich verpasst habe. Spielerisch knüpft Watch Dogs 3 an den Vorgänger an. Ihr habt stets die Wahl, ob ihr aggressiv, lautlos oder komplett über Hacking vorgeht. Ihr könnt einfach mit der Waffe im Anschlag reinstürmen und losballern. Oder ihr umschleicht Gegner und schaltet sie von hinten aus. Oder ihr nutzt Gadgets wie einen fernsteuerbaren Spinnenroboter, hackt Kameras und lockt Feinde in Fallen. So müsst ihr keinen einzigen Fuß ins Feindgebiet setzen. Alle diese Vorgehensweisen funktionieren und lassen sich jederzeit kombinieren. Allerdings spielt sich eine Mischung aus Schleichen und Hacken am flüssigsten. Schussgefechte steuern sich schon sauberer als im zweiten Teil. Gerade mit dem Controller bewegt sich das Fadenkreuz aber träge und genau zu zielen fällt schwer. Auch beim Trefferfeedback und Rückstoß spürt man wenig Unterschied. Egal, ob man mit einer schallgedämpften Pistole oder einer wuchtigen Schrotflinte schießt. Legen wir los! Auch die Fortbewegung zählt nicht zur Open World Oberklasse. Wie in einem Assassin's Creed könnt ihr per Tastendruck über Hindernisse hechten oder an Vorsprüngen hochklettern. Im Gegensatz zu einem eleganten Attentäter hechten unsere Helden aber gerne mal etwas zu weit oder stolpern ungelenk von einer Animation in die nächste. Gerade mit dem Controller macht das arcadige Autofahren durchaus Spaß. Allerdings fühlen sich durchschnittlich schnelle Autos irgendwie eher schwerfällig an. Flotte Sportwagen hingegen schlittern ein wenig zu sehr wie auf Seife über die Straßen. Mit beiden Varianten werden Verfolgungsjagden so schnell zur Geduldsprobe. All diese Mängel fallen beim Spielen aber nicht groß ins Gewicht. Das liegt an der großen Neuerung von Watch Dogs Legion: den Rekruten.
Die bringen über ihre Fähigkeiten und Gadgets so viel Leben und Abwechslung ins Spiel, dass sie das Open-World-Gameplay auf eine völlig neue Ebene heben. In der Open-World könnt ihr per Tastendruck die Profile der Passanten abrufen und interessante Kandidaten rekrutieren. Zum Beispiel die gute Molly Brown hier. Sie leitet eine Magieshow und kennt sich mit Hypnose aus. Die Stadt geht zugrunde, nicht wahr? Interesse, die Dinge zum Guten zu wenden. Halt! Bist du von DedSec? Ihr solltet das geheime Todesroboterprogramm der Armee auffliegen lassen. Hä? Dein Ernst? Das Militär ersetzt seine Soldaten durch hyperrealistische Roboter. Diese Roboter sind überall. Sie nehmen alles auf, was wir tun. 24 Stunden am Tag. Wäre die Dame DedSec abgeneigt, müsste man sie erst hacken. So redet sie aber ganz normal mit uns und bittet um Hilfe. Da startet eine Rekrutierungsmission. Bei denen beschafft oder löscht ihr meist Daten, hackt etwas, schaltet jemanden aus und so weiter. Schafft ihr das, schließt sich die Person euch an. Ihr dürft dann jederzeit in der Open World zu ihr wechseln und ihre Fähigkeiten einsetzen. Für Mollys Hypnose finden wir schnell Verwendung. Samt Taschenuhrpendel und Fingerschnipsen zieht sie Gegner auf ihre Seite oder versetzt sie in Tiefschlaf. Ein mächtiger Skill, den wir fast verpasst hätten. Du verspürst den Drang, dich gegen deine Freunde zu wenden. Und es gibt noch so viel mehr. Spione brettern im James-Bond-Stil mit Tarnung und Lenkraketen durch die Stadt. Fußball-Hooligans nehmen betrunken weniger Schaden und rufen Freunde bei Schlägereien zur Hilfe. Menschliche Statuen stehen völlig still und lassen so Feinde einfach vorbeilaufen. Was war das? Bauarbeiter hingegen steuern fliegende Cargodrohnen und bewegen sich in Arbeitskleidung unbehelligt über Baustellen. Allein 15 Helden lieferten uns eine große Bandbreite an Skills. Und man darf bis zu 40 gleichzeitig rekrutieren. Dann wird euch vermutlich auch die ein oder andere ähnliche Fähigkeit unterkommen. Gerade Hacker können alle meist schneller Daten runterladen, Drohnen in der Umgebung deaktivieren oder etwas Vergleichbares. Andere Figuren bringen wiederum nur unwesentliche Talente, wie ein besonderes Auto zum Herbeirufen, eine spezielle Waffe oder höheren Schadenswiderstand mit. Insgesamt fällt die Vielfalt bei den Fähigkeiten aber hoch aus. Und viele sind einzigartig und nützlich. Wie zum Beispiel die Hypnose oder der mörderische Cyberbienenschwarm eines Imkers. Hinzu kommen noch die uneingeschränkt ausrüstbaren Gadgets. Ihr schaltet neue Varianten über Technikpunkte frei, die es als Belohnung für Missionen oder verstreut in der Welt gibt. Damit wird euer Vorgehen noch freier. Ihr dürft euch zum Beispiel kurzzeitig unsichtbar machen oder feindliche Drohnen und Geschütze übernehmen. Selbst wenn ihr keinen Hacker spielt. Okay, dann muss ich also noch ein bisschen durchhalten. Denkbar lahme Missionsziele wie klaue Daten oder hacke Person X lassen sich darüber auf zig Arten angehen. Nicht überall ist aber jedes Vorgehen möglich, verlasst euch besser also nie auf nur eine Strategie. Außerdem wandern eure Rekruten in den Knast oder ins Krankenhaus, wenn sie erledigt werden und sind dann eine Weile außer Gefecht. Das zwingt euch dann zum Wechseln. Aktiviert ihr unabhängig vom Schwierigkeitsgrad den Permadeath-Modus, bleiben sie sogar tot. Ubisoft muss aber noch am Balancing feilen. Bauarbeiter sind mit ihren fliegenden Lastendrohnen oft sehr mächtig und besondere Rekruten wie unsere Hypnotiseurin sind fast immer eine bessere Wahl als jemand, der nur ein bisschen schneller hacken oder Farbgranaten werfen kann. Mit solchen Figuren spielt sich Watch Dogs Legion auf dem normalen Schwierigkeitsgrad sehr einfach, selbst mit Permadeath. Ein echtes Game Over gibt's nur, wenn ihr wirklich alle Charaktere verliert. Weil der Nachschub an Rekruten endlos ist, kommt man aber nie wirklich in Bedrängnis. Aber das Rekrutierungssystem von Watch Dogs Legion ist nicht das einzige spielerische Highlight der Open World. Stachelt ihr einen der 8 Bezirke genug an, kommt es zum Aufstand. Dann dürft ihr eine besondere Mission rund um ein Wahrzeichen absolvieren. Dabei liefert ihr euch zum Beispiel als Drohne mit anderen Blechvögeln eine Verfolgungsjagd. Anschließend sorgt ihr per Hack dafür, dass das London Eye endlich wieder Fahrt aufnimmt. Trotzdem bemüht sich Watch Dogs Legion nicht um eine Open-World-Revolution. Die Karte von London ist vollgepackt mit Sammelobjekten wie Technikpunkten, kosmetischen Masken oder Dokumenten. Ihr könnt an Boxturnieren teilnehmen, Fußball oder Dart spielen, Daten in Sperrgebieten klauen, Albions Schlüsselfiguren ausschalten und mehr. Da leuchtet das Warnlämpchen mit der Aufschrift Ubisoft-Formel. Hinter fast jeder Open-World-Aktivität verbirgt sich aber eine spannende Herausforderung. Ihr sammelt nicht einfach nur Items auf, sondern müsst sie euch verdienen.
Das fällt manchmal fordernder aus als in der Hauptstory, weil ihr oft um die Ecke denken und unterschiedliche Fähigkeiten kombinieren müsst. Beispielsweise die Cargo-Drohne und den Spinnenroboter, um hoch oben im Lüftungsschacht versteckte Technikpunkte zu erreichen. Und selbst abseits vom Gameplay überrascht die Open World oft. Ihr besucht nicht nur detailliert nachgebaute Wahrzeichen wie den Buckingham Palace oder das farbenfroh beleuchtete Kunstmuseum Tate Modern, sondern spürt auch fernab von wichtigen Orten und Missionen interessante Geschichten auf. In Chinatown finden wir zum Beispiel hinter einem Restaurant unfreiwillig heraus, was mit all den menschlichen Überresten des Organhandels passiert. Fragt lieber nicht. London ist keine perfekte Open World. Viele Gebäude lassen sich nicht betreten und wirken stellenweise flach oder zu gleichmäßig rechteckig. Außerdem wiederholen sich fegende Straßenarbeiter oder emsig unterdrückende Albion-Fieslinge. Aber die schiere Menge an Details in der Großstadt ist gewaltig, wenn man hier und da ein Auge zudrückt. Du bist verhaftet. Je nach Stadtviertel begegnen euch herrschaftliche Bauten oder futuristische Wolkenkratzer. Spießige Reihenhäuser mit kleinen Gärten und von Müll gesäumte Lagerhallen. Die Bewohner stehen nicht nur rum oder gehen spazieren. Man sieht auftretende Straßenkünstler. Leute knipsen Schnappschüsse von Sehenswürdigkeiten und Pärchen halten verträumt Händchen. London lebt und hat eine dichte Atmosphäre durch Beleuchtung und Wettereffekte. Beispielsweise, wenn es gerade geregnet hat und die Abendsonne sich dann in den Pfützen auf der scharf texturierten Straße spiegelt. Dann sieht Watch Dogs Legion wirklich sehr schick aus. Aktiviert ihr das optionale Raytracing, steigert sich der Effekt natürlich noch. Technisch lief Legion bei unserem Testsystem mit einer GeForce RTX 2070 bei 1080p und 4K flüssig. Wenn auch teils auf hohen Einstellungen statt Ultra und nicht immer mit 60 FPS. Abseits von vereinzelten Abstürzen hatten wir aber keine Probleme. Auch auf zwei anderen Systemen mit einer 2070 kam es zu leichten Framerate-Schwankungen. Bei hohen Einstellungen und gerade beim schnellen Autofahren. Die nahmen mit 4K und Raytracing noch zu. Mit einer 1070, was näher an den Mindestanforderungen liegt, kämpfen wir in der Innenstadt mit deutlich stärkeren Framerate-Einbrüchen. Gut möglich, dass Ubisofts Angaben etwas optimistisch ausfallen. Allerdings soll ja ein Patch zum Release nochmal nachhelfen. Insgesamt macht Watch Dogs Legion technisch aber einen sauberen Eindruck. Außerdem liefert Ubisoft hier vorbildlich Einstellungsmöglichkeiten. Über die könnt ihr nicht nur die Grafik, sondern auch HUD-Elemente, Untertitelfarbe oder gar Rätselschwierigkeit, Zielhilfen und mehr anpassen. Gerade mit leistungsfähiger Hardware lohnt sich die PC-Version von Watch Dogs Legion also. Und auch spielerisch sticht die Open World hervor. Ja, weder Fahren noch Schießen gehören hier zur spielerischen Königsklasse. Dafür beschert uns das neue Rekruten-Feature aber so viel Abwechslung, wie wir sie selten in einer offenen Welt erlebt haben.